Heute bei den TV Berlin Nachrichten. Bundesnotbremse war verfassungsgemäß. Salvador Dalí Museum schließt und Nachholspiel der Regionalliga Nordost. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Dienstag, den 30. November. Der kommende Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD hat sich für eine allgemeine Corona-Impfpflicht ausgesprochen. Das berichtet der Spiegel aus dem Bund-Länder-Treffen. Demnach sagte Scholz, dass es wichtig sei, eine allgemeine Impfpflicht zu etablieren. Dieses soll dann beginnen, wenn jeder eine realistische Chance zur Impfung hatte. Das müsste bis Anfang Februar der Fall sein. Die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen sowie die Schulschließungen der sogenannten Bundesnotbremse waren mit dem Grundgesetz vereinbar. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am Dienstag entschieden. Demnach stellten die Corona-Maßnahmen, die im April 2021 starteten, zwar massive Eingriffe in die Grundrechte dar, diese seien aber aufgrund der äußersten Gefahrenlage der Pandemie verhältnismäßig gewesen. Durch die Notbremse durften Menschen in Landkreisen mit einer mehrtägigen Inzidenz über 100 ihre Wohnungen zwischen 22 und 5 Uhr nur aus gewichtigen Gründen verlassen. Familien durften sich maximal mit einer Person aus einem fremden Haushalt treffen. Der Berliner Senat will wegen Corona große Teile des öffentlichen Lebens schließen. Das teilte Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitschi am Dienstag mit. Beschlossen sei noch nichts, da man auf eine Anpassung des Rechtsrahmens auf Bundesebene warten müsse. Man sei sich aber einig, dass man schließen wolle. Bars und Clubs, Restaurants, Theater, Museen und ähnliche Freizeiteinrichtungen sollen schließen. Der Senat will zudem, wenn das Abgeordnetenhaus zustimmt, Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte einführen. Diese sollen nur noch zwei weitere ungeimpfte Personen aus maximal einem anderen Haushalt treffen dürfen. Für Geimpfte soll es keine solche Kontaktbeschränkungen geben. Das Berliner Lieferdienst Startup Gorillas hat einen Betriebsrat. Wie eine Sprecherin mitteilt, wurde die Betriebsratswahl am Samstag vollzogen. Das Unternehmen hatte bis zuletzt gerichtlich versucht, sie zu stoppen. Seit Monaten gibt es einen Konflikt zwischen Unternehmen und Mitarbeitern wegen schlechter Arbeitsbedingungen. Das zweite Corona-Jahr trifft die Deutschen laut Gesundheitsreport der Betriebskrankenkassen härter als das erste. Der Anteil an Menschen, die sich in schlechtem psychischen oder physischem Gesundheitszustand fühlen, ist deutlich gestiegen. Stark gelitten hat demnach auch die Arbeitsmotivation. Bei 26% der Befragten ist sie deutlich gesunken. Das Dalí-Museum am Leipziger Platz schließt am 19. Dezember. Fast 13 Jahre wurden hier rund 450 Werke des spanischen Künstlers Salvador Dalí ausgestellt. Laut Museumsinhaber sei es nun Zeit für eine Transformation. Ein neues Museum soll größer, schöner, surrealer und moderner werden. Ob man dabei in Berlin bleibt, sei bisher unklar. Das Topspiel der Regionalliga Nordost wird nachgeholt. Am heutigen Dienstagabend trifft der Berliner AK07 auf den BFC Dynamo. Das Spiel war zuletzt kurzfristig wegen Corona-Fällen bei AK abgesagt worden. Es trifft damit nun der Tabellenführer auf den Tabellenzweiten. Nur ein Punkt trennt beide Teams in der Tabelle. Das ganze Spiel sehen Sie heute Abend bei TV Berlin Sport Extra live und in voller Länge. Die Gesundheitsverwaltung meldet für Dienstag 3.172 Corona-Neuinfektionen in Berlin. Die Corona-Ampel der 7-Tages-Inzidenz zeigt rot. In einer Woche haben sich auf 100.000 Einwohner gerechnet 372 Berliner infiziert. Die Krankenhausintensivbetten sind zu 19,1% mit Covid-Patienten belegt. Und damit zu den Wetteraussichten. Die Nacht zum Mittwoch wird windig bei einem Grad. Am Mittwoch bleibt es nach morgendlichen Regenschauern dann tagsüber trocken bei um die 8 Grad. Der Donnerstag zeigt sich heiter und kühl, die Temperaturen fallen deutlich auf 2 Grad ab. Freitag bleibt es den ganzen Tag ebenfalls bedeckt, es kann zu Schneefall kommen. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen einen schönen Abend und bis morgen.